Ich wette, dass einige von euch sehr auf ihre Ernährung achten oder gerade in einer Diät stecken. Bei einer Diät muss man ja bekanntlich sehr stark aufpassen, was man isst. Auch wann man etwas isst, spielt eine große Rolle. So ist es zum Beispiel weniger förderlich, morgens, wenn der Körper Energie braucht, nur ein Glas Wasser und eine Scheibe Brot zu essen und sich dafür abends ein schönes Steak reinzuhauen. Wir konzentrieren uns in unserem heutigen Video auf bestimmte Gerichte und Nahrungsmittel, die ihr ganz bequem und ohne Bedenken zu euch nehmen könnt, bevor ihr schlafen geht. Ein weiteres Plus hierbei ist, dass die folgenden Lebensmittel euch auch beim gesunden Abnehmen helfen können. Also dann, ohne weitere Umschweife, geht's jetzt los! Nummer 1. Nudeln. Fangen wir doch direkt mal mit etwas Schönem an. Nudeln isst jeder gerne. Ob nun normale Nudeln, Vollkornnudeln oder eine ganz andere Art. Nudeln finden, egal in welcher Form, immer einen Weg auf unsere Teller. Normalerweise heißt es ja, dass ihr besser keine Nudeln essen sollt, wenn ihr versucht abzunehmen. Aber es gibt für alles einen Weg. In einer Studie aus Italien haben sich Forscher auf 20.000 Leute konzentriert. Es hat sich gezeigt, dass die Leute, die in Topform waren, einer Diät folgen, welche Nudeln und Gemüse einschließt. Weitere Forschungen zeigten, dass Nudeln mit Gemüse das Risiko an Fettleibigkeit zu leiden reduziert. Wenn ihr also Nudeln in eurem Ernährungsplan haben solltet, dürft ihr beim Abnehmen kein Hindernis dadurch erhalten. Experten empfehlen sogar, dass ihr Nudeln nicht komplett von eurem Essensplan streicht. Vorausgesetzt, ihr macht euch dazu Gemüse. Tomaten oder Spinat sind zum Beispiel sehr lecker mit Nudeln. Nummer 2. Suppe. Hier ist eigentlich ziemlich offensichtlich, dass ihr Gewicht verliert, wenn ihr mehr Suppe zu euch nehmt, statt fester Nahrung. Eine Hühnersuppe mit Nudeln hat zum Beispiel nur 87 Kalorien und 6 Gramm Protein. Das ist schon ziemlich wenig, aber ich glaube, da geht noch was. Tomatensuppe zum Beispiel enthält in einer Schüssel nur 74 Kalorien und 2 Gramm Protein. Solltet ihr also so wenig wie möglich zu euch nehmen wollen, ist Suppe für euch ganz klar die richtige Wahl. Wenn ihr euer Gemüse lieber als schöne Suppe zu euch nehmen wollt, anstatt in festem Zustand, dann verarbeitet euer Körper schon durch diesen Prozess weniger Kalorien. Suppen sind äußerst zuverlässig beim Abnehmen oder bei Diäten. Tatsächlich gibt es ganze Diäten, die sich nach bestimmten Suppen richten. Und nicht nur vom Namen her. Nummer 3. Hüttenkäse. Dieser Käse ist nicht nur sehr gesund, sondern wird auch häufig mit Diäten und Abnehmprozessen in Verbindung gebracht. Eine Schüssel davon enthält eine ziemlich geringe Anzahl an Kalorien. Wenn ich mich gerade richtig entsinne, müssten das ungefähr 163 sein. Auch hier sind die Proteine wieder sehr gering. Mit gerade mal annähernd 28 Gramm pro Schüssel ist das schon ein ziemlich guter Schnitt. Ein bestimmtes Protein, welches hier zu finden ist, wird Casein genannt. Das ist in den meisten Milchprodukten zu finden. Genauer gesagt, ist Casein der Proteinanteil in Milch, der mit zu Käse verarbeitet wird und nicht in die Molke gelangt. In unserem Fall hilft Casein bei uns, für ein Füllegefühl nach dem Essen zu sorgen. So nehmt ihr weniger Kalorien zu euch. In 2012 wurde eine Langzeitstudie an Männern und Frauen durchgeführt, welche auf eine Hüttenkäse-Diät gesetzt wurden. Das durchschnittliche Körpergewicht von Männern konnte um 1,5 Kilogramm im Durchschnitt gesenkt werden. Bei Frauen waren es sogar ganze 3 Kilogramm. Selbst wenn das nicht euer Hauptnahrungsmittel werden sollte, so hilft euch Hüttenkäse ungemein, euer Ziel zu erreichen. Im Zweifel schnappt ihr euch einfach eine Schüssel Nudeln zum Käse. Schmeckt auch. So, und das war's auch schon wieder für heute. Vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Ansonsten bedanken wir uns bei euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.